Meuerhof in Aschauer am Inn. Fit in den Sommer für Haus und Garten. Dienstag bis Samstag. Vielfältige Auswahl an Garten- und Dekoartikeln. Gemütliches Landcafé, großartiges Frühstück, hausgemachte Kuchen und leckere Brotzeit. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ein herzliches Grüß Gott aus Heldenstein. Heute Nachmittag findet schon zum dritten Mal der Gesellschaftsnachmittag für die Seniorinnen und die Senioren der Gemeinde Heldenstein statt. Wir nehmen Sie mit in dieses schöne Nachmittagsprogramm. Über 300 sind hier zum Alten Wirt gekommen und wir sprechen jetzt gleich mit der ersten Bürgermeisterin Antonia Hansmeier über das Programm. Dienstagnachmittag, 23. Juli in Heldenstein. Im Biergarten beim Alten Wirt in Heldenstein, da brummt es vor Gesprächen und vor Klappern von Geschirr und Besteck. Zum dritten Gesellschaftsnachmittag kamen über 350 und freuten sich über das lockere Zusammenkommen. Das Wetter dankte mit einem sonnigen, mit einem lauen Nachmittag. Mit entspannter Biergartenmusik trugen Richard und Adolf Pointl die Nachmittagsgesellschaft durch ihren Ratsch. Erste Bürgermeisterin Antonia Hansmeier begrüßte die anwesenden Seniorinnen und Senioren sehr herzlich. Sie freut sich über den wachsenden Zuspruch des Gesellschaftstags. Ich freue mich sehr, dass unsere Senioren das so gut annehmen und dass sie jetzt auch so bereitwillig kommen. Zum dritten Mal, der Song ist es eigentlich schon so eine schöne Tradition geworden und deshalb freut es mich unbändig, dass so ein Zuspruch da ist. Und es ist ein tolles Programm. Zuerst nach der Begrüßung darf jeder mal ein bisschen ratschen an seinem Tisch und danach gibt es einen kleinen Vortrag und dann gibt es ja heuer als Highlight eine Modenschau. Ja, da sind wir wirklich bemüht, dass wir ein abwechslungsreiches Programm bieten, dass wir unsere Senioren auch wirklich an was bieten können, wenn sie zu uns kommen. Und dann ist schön, wenn man einfach jedes Jahr ein bisschen was anders macht, damit das Abwechslung herrscht einfach. Dass in Heldenstein die bayerische Wirtshauskultur gepflegt werden kann, ist dem Ehrenamt zu verdanken. Und zum Programm? Nach Kaffee mit Kuchen informierte die gemeinnützige Stiftung Lichtblick Seniorenhilfe e.V. über das Thema Finanzen und Alter. Die Stiftung unterstützt Seniorinnen und Senioren, die im Alter in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und finanzielle Hilfen für arme Rentner, deren Mittel für das Nötigste nicht mehr ausreichen, werden vermittelt. An Vorhaben geht es in Heldenstein nicht aus. Die kommenden Themen sind... Wir haben in Heldenstein viele Projekte zu schultern. Jetzt hier da im Hintergrund gleich unser Heizhaus, das ja bereits jetzt im Rohbau da steht. Wir haben in Heldenstein auch noch ein Familienzentrum zu bauen. Wir haben ja die Turnhalle, den Neubau der Turnhalle steht bevor. Und so haben wir wirklich eine große Bandbreite an Projekten, die ich vorantreiben darf. Und ich schaue natürlich, dass die Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. Aber wir machen das peu à peu und Schritt für Schritt und dann gelingt es auch. Nach dem Vortrag und ein bisschen Musik ging es weiter, diesmal mit etwas sehr Erbaulichem, einer Modenschau. Organisiert hatte sie Hildegard Brader, die zweite Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Gas am Inn, mit übrigens einem Überraschungsmodel. Unser zweiter Bürgermeister ist die gute Seele und er macht alles, was ich nicht so kann. Und dann hat er sich natürlich bereit erklärt und wir haben das natürlich gut und schmackhaft machen müssen. Aber was man weiß, ist, dass die bayerische Tradition in Heldenstein nicht nur geschrieben steht, sondern auch einfach gelebt wird. Wir stehen da ja mitten im Biergarten vom Alten Wirt und das ist ja ein Herzstück von den Heldensteinern miteinander. Genau, unseren Biergarten, den haben wir wirklich schön und gemütlich gestaltet. Bei uns ist der Erhaltungsverein, der dieses Wirtshaus betreibt. Das ist eine tolle Sache, weil einfach die Ehrenamtlichen zusammenhäufen und das Wirtshaus am Leben halten. Und das macht mich natürlich mächtig stolz, dass wir mir die Tradition hochhalten können. Mit einer bayerischen Brotzeit klang der Nachmittag aus. Die Ergebnisse der Verlosung wurden freudig aufgenommen, die neue Mode besprochen und so gingen die Seniorinnen und Senioren erfreut nach Hause. Fast könnte man als U60 ein bisschen neidisch werden auf dieses schöne Nachmittagsprogramm in Heldenstein. Mit diesen schönen Bildern, dem Ausblick auf die neue Mode und den guten Gesprächen hier im Hintergrund, damit verabschieden wir uns, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, für heute aus Heldenstein. Meuerhof in Aschauer am Inn. Fit in den Sommer für Haus und Garten. Dienstag bis Samstag. Vielfältige Auswahl an Garten- und Dekoartikeln. Gemütliches Landcafé, großartiges Frühstück, hausgemachte Kuchen und leckere Brotzeit.